Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen, Drucksache 19/3743. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen, das 2012 das Bundesheimgesetz abgelöst hat, stellt die Interessen und den Schutz älterer, pflegebedürftiger, volljähriger Menschen und volljähriger Menschen mit Behinderung, die gegen Entgelt betreut und gepflegt werden, in den Mittelpunkt. Ziel des Gesetzes ist es, diese Menschen in ihrer Würde zu schützen und zu achten, vor Beeinträchtigungen ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit zu bewahren, sie unter anderem in ihrer kulturellen und religiösen Selbstbestimmung zu unterstützen und ihr Recht auf gewaltfreie Pflege und die Intimsphäre zu schützen. Wenn wir uns die demografische Entwicklung mit einer immer älter werdenden Gesellschaft und damit einem Anstieg betreuungs- und pflegebedürftiger Menschen vor Augen halten, so ist dies ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt und auf das wir zukunftsfähige Antworten brauchen. Mit dem Hessischen Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen haben wir Verbesserungen gegenüber dem damaligen Bundesheimgesetz erreicht und Maßstäbe ersetzt. Dies haben uns die letzten 3 Jahre, in denen wir Erfahrungen sammeln konnten, bestätigt. Einige der Fortschritte möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen. Einmal zusätzlich zur stationären Pflege wurde die ambulante Pflege und Betreuung in den gesetzlichen Anwendungsbereich einbezogen. Ich erinnere an die Diskussion, die wir insbesondere mit dem Verband privater Pflegeeinrichtungen und ihrer Anbieter an dieser Stelle gehabt haben. Zum Zweiten, die Teilhabe der Betreuungs- und Pflegebedürftigkeiten steht ebenso im Mittelpunkt wie der Schutzaspekt, der Recht auf eine gewaltfreie Pflege und den Schutz der Intimsphäre. Nach nunmehr 3-jähriger Erfahrung und Anwendung des Hessischen Gesetzes haben wir das Gesetz evaluiert und die Gelegenheit genutzt, die bisherigen Erfahrungen auszuwerten und an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Grundsätzlich gilt, und das hat auch die Anhörung von über 100 Verbänden und Organisationen ergeben, dass sich das Gesetz erst einmal bewährt hat. Die Verbände der Betroffenen wünschen sich natürlich mehr Anforderungen, die ein solches Gesetz beinhalten soll, als die Verbände der Anbieter und Betreiber, die sich für geringere Anforderungen aussprechen. Diesen Interessensgegensatz, der begegnet uns oft. Und es ist unsere Aufgabe, hier einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Ich denke, dass uns dieses durch das vorliegende Gesetz auch entsprechend gelungen ist. Wir haben im Bereich der Gewaltprävention eine Klarstellung vorgenommen. Es werden nunmehr Schulungsverpflichtungen und die Erstellung einer Konzeption auferlegt, die den gesamten Bereich der Gewaltprävention betreffen und nicht mehr ausschließlich freiheitsentziehende Maßnahmen. Wir kennen alle die Studie Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Diese Studie hat ergeben, dass insbesondere Frauen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe wohnen, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Opfer sexueller Übergriffe zu werden. Hier haben wir im Gesetz besondere Vorkehrungen zusätzlich zu den vorhandenen getroffen, die diese Frauen schützen sollen. Aus der Evaluation hat sich darüber hinaus die Möglichkeit zum Bürokratieabbau ergeben. Durch die Einbeziehung der ambulanten Strukturen waren ja bereits zeitaufwendige Prüfverfahren, ob bestimmte Wohnformen in das Gesetzgebungsverfahren und in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, entbehrlich. Zusätzlich entfällt nun die Anzeigepflicht ambulanter Dienste und Personaländerungen. Sie müssen nunmehr nur noch jährlich anstatt vierteljährlich mitgeteilt werden. Wir sind auch dabei, die Fragestellung der Prüfintervalle von Heimaufsicht auf der einen Seite und medizinischem Dienst der Krankenversicherung andererseits zu überprüfen. Hierzu gibt es ein Modellprojekt in Hessen. Wir warten auf die Ergebnisse, um dann zu sehen, ob wir sie in Gesetzesform überführen müssen. Wir haben damals sehr intensiv diskutiert in Einrichtungen, insbesondere in psychiatrischen Einrichtungen, wo häufig Menschen leben, die nicht mehr selbstbestimmt entscheiden können, ob ein Angehörigenbeirat gebildet werden soll oder muss. Wir haben festgestellt, dass es an dieser Stelle in der Zwischenzeit kaum ein Interesse von Angehörigen gibt. Deswegen wollen wir im Interesse einer Erleichterung aus einer Sollvorschrift eine Kannvorschrift machen. Es kommt eben an dieser Stelle auf die Angehörigen drauf an. Denn das Gesetz muss den Angehörigen die Möglichkeit nach wie vor einräumen, einen solchen Beirat zu gründen.
Die Interessensvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung ist mit dem Gesetz sowieso gut abgesichert. Das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen hat sich mehr als bewährt. Wir haben im Änderungsgesetz Erfahrungen und neue Entwicklungen aufgegriffen und so ein zukunftsfähiges Gesetz geschaffen und weiterentwickelt, in dem der pflege- und betreuungsbedürftige Mensch im Mittelpunkt steht. Ich bin gespannt auf die Diskussionen im Ausschuss. Danke schön. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Ich eröffne die Debatte. Als Erstes hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In der Problembeschreibung gehen Sie darauf ein, dass sich das Gesetz im Wesentlichen bewährt habe. Das haben Sie auch eben gesagt, Herr Minister Grüttner, wenngleich sich auch Änderungsbedarfe ergeben. Änderungsbedarfe sieht auch die hessische SPD. Wir sind sehr froh, dass Sie sich nun endgültig von dem Tenor des bislang geltenden Gesetzes, wonach ältere und pflegebedürftige Menschen vor Pflegekräften geschützt werden müssen, verabschieden. Das begrüßen wir sehr. Das war, wie Sie wissen, ein entscheidender Kritikpunkt in der vergangenen Legislatur. Seinerzeit hatte die SPD-Landtagsfraktion einen Änderungsantrag eingebracht und gefordert, diesen § 8, der das Engagement der Pflegekräfte diskriminiert hatte, zu streichen. Darüber hätten Sie bereits im Februar 2012 entscheiden und unserem Antrag zustimmen können, meine Damen und Herren. Nun gibt es einen neuen § 8 vor § 5 mit der Überschrift Vermeidung freiheitserziehender Maßnahmen. Beim ersten Moment dachte ich, bei all Ihren Gesetzesentwürfen, Sie hätten sich vielleicht im Gesetz geirrt, weil man ja so einen Artikel vielleicht im PsychKG eher vermutet, dass wir im Anschluss noch besprechen werden. Ja, dazu komme ich auch. Der Paragraph darf aber nicht dazu führen, dass freiheitserziehende Maßnahmen durch das Gesetz als legitim erscheinen. In der professionellen Pflege aber können freiheitserziehende Maßnahmen in Ausnahmesituationen zum Einsatz kommen. Hier gilt es jedoch, Maßnahmen immer nur zum Wohl der Person anzuwenden, um z.B. krankheitsbedingte Lebensgefahr oder erhebliche Gesundheitsschädigung abzuwenden. Ein Einsatz zur Erleichterung der Pflege z.B., um den Zeitaufwand für die Betreuung zu verringern, ist somit keinesfalls zulässig, meine Damen und Herren. Grundsätzlich sollten, so wie auch im PsychKG, jedoch immer freiheitserziehende Maßnahmen das letzte Mittel der Wahl sein, denn sie können auch schwerwiegende Folgen mit sich bringen, wie z.B. die stärkere Unruhe, Aggression oder sogar Halluzination. Statt solcher Maßnahmen benötigt es nach unserem Verständnis einen verantwortungsvollen Gesetzgebungsprozess, der dem Wunsch nach Selbstbestimmung und dem Schutz der Menschen, die von Hilfe abhängig sind, berücksichtigt und auch die Wünsche und Bedürfnisse der zu Pflegenden zum Ausgangspunkt der Begleitung und Pflege macht. Eine gute Pflege, meine Damen und Herren, leistet nämlich genau das. Sie nimmt Wünsche auf und setzt sie um. Und das dauerhaft zu gewährleisten, muss die Selbstbestimmung in den täglichen Arbeitsabläufen integriert werden. Und dazu braucht es mehr Personal. Nicht nur die hessische SPD, sondern auch der Ethikrat und der DBFK sowie andere fordern einen gesetzlich definierten Pflegepersonalschlüssel, auch in Heimen. Andere Länder haben hier bereits Fakten geschaffen. Denn das mit Patientensicherheit und einer guten risikoarmen Versorgung mit der Personalpflegebemessung korreliert, das zeigen alle internationalen Studien, und das bestreitet auch niemand. Im Zusammenhang mit der Patientenorientierung und der Selbstbestimmung möchte ich auch noch einmal auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungsformen zu sprechen kommen. Senioren-WG oder mehr Generationenhaus, betreutes Wohnen, ein Leben unter Palmen,
Die Frage, wie man in der zweiten Lebenshälfte leben will, beschäftigt immer mehr Menschen und gehört zu den wichtigsten Vorbereitungen im Alter. Den Einzug in ein traditionelles Pflegeheim wollen viele so lang wie möglich hinauszögern. Sie als Gesetzgeber verpassen es leider erneut in Ihrem Entwurf, auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungsformen entlang des Leistungsangebots einzugehen. Wohnangebote aber, die den besonderen Bedürfnissen von Pflegebedürftigen entgegenkommen, werden immer wichtiger. Wir wünschen uns eine Differenzierung in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, also den klassischen Seniorenheimen, in solche mit eingeschränktem Leistungsangebot wie Wohngruppen, betreutes Wohnen, Seniorenresidenzen oder auch Quartiersmanagement oder Quartierskonzepten und in neue Wohnformen wie die selbstorganisierte Wohngemeinschaft oder auch ambulante Hausgemeinschaften. Mit dieser Einteilung kann die Vielgestaltigkeit der Einrichtung zum einen abgebildet und abgestufte und angepasste Regelungen für die verschiedenen Wohn- und Einrichtungen gestaltet werden. Das gilt für trägerorganisierte sowie für private Angebote und für die entsprechend angemessenen ordnungsrechtlichen Anforderungen. Hier könnte beispielsweise auch eine Erhöhung der Quadratmeterzahl eines Bewohnerraums neu gedacht werden. Dies fordern nämlich viele Engagierte. Und in Berlin beispielsweise wird es schon länger umgesetzt. Bezüglich der Einrichtungen haben Sie, das freut uns sehr, den Einrichtungsbeirat implementiert. Das ist jetzt der neue § 5, 4 und 5. Da haben Sie von uns abgeschrieben. Das ist nicht schlimm, sondern eher hilfreich. Zu bemängeln ist aber, und darauf sind Sie eben schon eingegangen, dass diese soll in eine Kann-Formulierung bezüglich der Angehörigenbetreuer und Betreuerbeiräte umgesetzt werden kann. Wir hätten lieber die Soll-Formulierung, weil wir denken, so ein Angehörigenbeirat ist einfach die Stärkung der persönlichen Rechte für die Menschen, die in einem Heim leben. Es hätte uns gefreut, meine Damen und Herren, wenn Sie mehr aus unserem damaligen Gesetzesentwurf übernommen hätten, gerade weil die Koalition nun auch aus Bündnis Die Grünen besteht und vor 4 Jahren die Zustimmung erfolgte. Schön wäre auch eine Orientierung an innovativen anderen Landesgesetzen gewesen. Ich betone noch einmal, eine gute Pflege basiert auf individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Pflegebedürftigen. Ein gutes Gesetz nimmt daher neue Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Pflegebereich auf und stellt die Achtung und Würde der Menschen in den Mittelpunkt. Dafür setzen wir uns ein. Ich bin gespannt, so wie Sie, Herr Minister Grüttner, auf die Anhörung, freue mich auf die Auseinandersetzung zu weiteren wichtigen Aspekten wie die medizinische Versorgung, das Beschwerdetelefon, fehlende Rechtsverordnungen etc. Und wir werden uns dafür stark machen, dass Menschen, die Betreuungs- und Pflegeleistungen benötigen, im Alter gut versorgt werden und ihr Leben auch mit Pflegebedürftigkeit weitgehend mit ihren Vorstellungen leben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für die FDP-Fraktion spricht nun Kollege Rock. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen uns sozusagen hier mit einem Heimgesetz auseinandersetzen, das noch gar nicht so alt ist, sondern das eben durch eine Zuständigkeit, die auf die Länder übergegangen ist, eben hier von uns erstmalig auf den Weg gebracht worden ist. Es gab eine intensive Debatte zu diesem Gesetz. Ich möchte gleich der Kollegin der SPD sagen, ja, man kann mit Gesetzen neue Regelungsbereiche schaffen. Aber muss man das? Das ist eine Frage, die man sich stellen sollte, weil einer der damaligen Diskussionspunkte über alle Fraktionen hinaus war das Thema Bürokratie. Die Frage, ist die Arbeitszeit der Pflegerinnen und Pfleger, der Helfer mit Dokumentation und Ähnlichem
gut aufgehoben oder ist sie besser aufgehoben, indem eben die Zeit da ist, um sich die Menschen zu kümmern und da um die Menschen zu kümmern. Und da hatten wir schon das hehre Ziel gehabt, dort ein vorbildliches Gesetz zu machen, sind aber schneller an unsere Grenzen gestoßen. Warum sind wir an unsere Grenzen gestoßen? Weil weniger Dokumentation heißt natürlich mehr Eigenverantwortung. Das wollen viele Träger gar nicht. Viele Träger wollen lieber von einem Gesetzgeber vorgeschrieben haben, hast du da einen Griff, stürzt jemand und du hattest den Griff, aber dann bist du frei von Schuld, ob der Griff jetzt Sinn gemacht hat oder nicht. Von daher war es relativ schwierig, in der Debatte mit den eigentlichen Trägern überhaupt solche Vereinfachungen der Regeln hinzubekommen. Jetzt wissen wir natürlich bei Fortschreibung von Gesetzen, Novellierung von Gesetzen, es gibt neue Anregungen, es gibt neue Ideen, es gibt wichtige Hinweise, wo man Regelungen treffen könnte. Darum wird hier bei den weiteren Regelungen, die getroffen worden sind, von meiner Fraktion schon genau hingeschaut, was ist denn die Folge dieser Regelung? Ist das eine Folge, die dazu führt, dass wir sinnvoll Bürokratie aufbauen oder eher weniger sinnvoll Bürokratie aufbauen? Und es ist immer eine schwierige Abwägungsfrage. Und da bin ich auch einmal auf die Anhörung gespannt. Der Minister hat darauf hingewiesen, wir sind ja in einem Spannungsfeld derer, der die Leistung erbringen, der Träger, und natürlich derer, die die Leistung nachfragen. Wir haben auch das Spannungsfeld mit dem Kostenträger, der ja auch berücksichtigt sein möchte mit seinen Bedenken und seinen Anregungen. Von daher bin ich natürlich sehr traurig und muss das hier deutlich auch einmal zur Kritik an den Minister weitergeben, dass wir bei der Frage der Rechtsverordnung immer noch nicht weiter sind. Der Minister hat darauf hingewiesen, es ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem es schwierig ist, oder in dem es unmöglich ist, es allen richtig zu machen. Aber dennoch ist es einfach an der Zeit, dieses Thema auch einmal anzugehen. Und es auszusitzen ist sicherlich nicht immer die klügste oder die sinnvollste Angelegenheit. Und da bin ich auch einmal gespannt. Das ist ja auch nicht ein Zeichen des Minister Grüttners, dass er Probleme immer aussitzt, sondern da erwarten wir auch irgendwann einmal Lösungsvorschläge, die wir dann kritisch als Opposition dann auch diskutieren können. Wir haben uns damals sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, die Frage freiheitsentziehende Maßnahmen. Das war im ersten ursprünglichen Gesetz schon intensiv überlegt, intensiv nachgedacht worden. Und natürlich, wenn es hier zu neuen Regelungen kommt, zu erweiterten Regelungen, um sicherzustellen, dass das wirklich die Ultima Ratio ist, werden wir das sicherlich positiv begleiten. Aus meiner Sicht werden wir erst einmal die Anhörung abwarten. Wir werden auch noch einmal interessiert schauen, wie die Änderungen zum Einrichtungsbeirat angenommen werden, wie die in der Anhörung bewertet werden. Ich habe da schon in den Regelungen eine Menge Umgehungstatbestände, wie man dann doch wieder drum herum kommt. Das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Und ansonsten ist es eine Fortschreibung eines an sich relativ guten Gesetzes, muss ich sagen, und ohne signifikante Änderungen aus meiner Sicht, sondern um Ergänzungen, wo wir noch einmal genau schauen werden, wie sich das auf die Frage der Ausweitung der Bürokratie auswirkt. Und da warten wir mal gespannt die Anhörung ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also jetzt behandeln wir den nächsten Gesetzentwurf, der hier mit Hochdruck durchgeschleust wird. Und ich frage mich, wie wir die ganzen Anhörungen schaffen sollen bis zum Ende des Jahres. Aber das werden wir heute Abend noch beraten. Ich habe gehört, es gab eine Evaluation zu dem Gesetz, und ich frage mich, warum kriegt man da nicht rechtzeitig die Unterlagen dazu und warum kann man da nicht im Vorfeld schon einmal darüber diskutieren, wie eine solche Verlängerung aussehen müsste. Der Ausschuss wäre der richtige Ort, um festzustellen, was an einem Gesetz geändert werden sollte oder ob es nur darum geht, das Verfallsdatum um ein paar Jahre zu verschieben. Aber bei so viel Regierungsschlauheit sind die Positionen von Verbänden und anderen Organisationen vermutlich mal wieder überflüssig.
Das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen hat zum Ziel, ältere und betreuungsbedürftige und andere pflegebedürftige Menschen in ihrer Würde zu schützen und zu achten. Ein hehres Ziel, das wir mit vollem Bewusstsein und Einsatz unterstützen. Ein Ziel, das heute in nicht allen Pflegeeinrichtungen gewährleistet ist. Da wir die Pflegebedürftigen meist nicht fragen können, die Angehörigen nur teilweise informiert sind, sind die Pflegekräfte eine wesentliche Quelle, um zu erfahren, wie es mit der Qualität in der Pflege steht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat einen Index entwickelt, um gute Arbeit von schlechter Arbeit unterscheiden zu können. Während gute Arbeit in nur 3% der Arbeitsverhältnisse in der Pflege vorkommt, findet schlechte Arbeit in 40% der Fälle statt. Insgesamt liegt der Index bei 52 Punkten. Es liegt nicht am Sinn der Arbeit. Dieser wird von den Pflegekräften sehr hoch bewertet. Es liegt an der Arbeitsintensität und am Einkommen, an den körperlichen und emotionalen Anforderungen und an den fehlenden betrieblichen Sozialleistungen. Dies führt zu dem besagten Ergebnis. 87% der Pflegekräfte müssen seit Jahren immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit leisten. 84% geben an, dass sie sich bei der Arbeit sehr häufig oder oft gehetzt fühlen. Man könnte natürlich ganz zynisch sagen, was interessiert uns die Arbeitssituation? Der Output ist wichtig. Wenn gute Pflege herauskommt, könnte es ja Leute geben, die damit zufrieden sind. Das ist aber leider nicht der Fall. Fast die Hälfte der Pflegekräfte gibt an, dass sie oft bis sehr häufig Abstriche bei der Qualität der Pflege machen muss, um das Arbeitspensum zu bewältigen. Fast alle Pflegekräfte leiden stark oder sehr stark darunter. Interessant ist auch das Ergebnis im Hinblick auf den Verbleib im Beruf, was bei dem akuten Pflegekräftemangel ein wichtiges Kriterium ist. Nur 20% sind der Meinung, dass sie die derzeitigen Anforderungen bis zur Rente ausfüllen können. Das muss sich ändern, wenn wir Pflegekräfte halten wollen. Stattdessen sagen nur 74%, dass sie das eben wahrscheinlich nicht können. Die Pflegekräfte wurden auch gefragt, was helfen könnte, den Arbeitsstress zu reduzieren. Das war mehr Personal, mehr Zeit für die Arbeit und mehr Einfluss auf Arbeitsmenge und Arbeitsorganisation. Bei all dem hilft uns dieses Gesetz überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Hessen steht ziemlich am Ende der Kette. Der Richtwert liegt bei nur 30,4 Pflegekräften auf 80 Bewohnerinnen und damit unter dem Bundesdurchschnitt. Wobei man nie weiß, inwiefern dieses Zahlenverhältnis auch überall mindestens verwirklicht ist. Dieses Gesetz gilt seit 2012. Bisher hat die Landesregierung aber noch keine der darin vorgesehenen Rechtsverordnungen erlassen, was zu Unsicherheiten bei Heimträgern und anderen Beteiligten führt. Ein zentrales Thema ist die Frage, welche Einrichtungen, welche Angebote unterliegen dem Hessischen Gesetz für Betreuungs- und Pflegeleistung. Die Landesregierung will mit dieser Gesetzesänderung alle Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe diesem Gesetz unterwerfen. Dass Nutzer und Bewohnerinnen vor Gewalt geschützt werden sollen, ist ein gutes Ziel, wobei da ein Gesetz auch nur teilweise schützt. Vielmehr müssen die konkreten Bedingungen in den Einrichtungen so gestaltet werden, dass Gewalt möglichst nicht vorkommt. Und da ist in erster Linie ein ausreichender Einsatz von gut qualifiziertem Personal erforderlich. Wenn dies anders wäre, hätten wir sicher weniger Gewalt. Ob es um strukturelle, körperliche, psychische Gewalt geht und von wem sie ausgeht. Ziel der Landesregierung sollte nach dem Grundsatz ambulant vor stationär die Förderung von Wohngemeinschaften in der Alten- wie Behindertenhilfe sein. Hier legt die aktuelle Gesetzeslage erhebliche Steine in den Weg, beispielsweise Pflegewohngemeinschaften zu gründen. Andere Bundesländer sind da viel weiter. Selbstverständlich sollen auch diese der Kontrolle unterliegen. Sie müssen aber nicht alle Vorschriften einer vollstationären Einrichtung erfüllen. Deshalb sind es ja Wohngemeinschaften. Bereits 2011 wurde gebeten, dass das betreute Wohnen von suchtkranken Menschen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herausgenommen werden soll. Ich bin auf die Begründung gespannt, warum dies nicht erfolgen soll, und auf die Anhörung der Expertinnen und Experten. Wir begrüßen den neuen § 8 als einen ersten Schritt, mit dem gerichtlich genehmigten freiheitsentziehenden Maßnahmen auf das notwendige Maß beschränkt werden sollen. Allerdings sollten auch die nicht gerichtlich genehmigten Maßnahmen, und das sind mehr, beschränkt werden. Wir sehen die Landesregierung in der Pflicht, hier Alternativen anzubieten und Träger wie Pflegekräfte in die Lage zu versetzen und sie zu verpflichten, dies auch anzuwenden. Nur eins von vielen Beispielen. Nicht selten werden nachts Bettgitter hochgezogen. Das ist nichts, was schön ist für einen Menschen, der davon betroffen ist.
und es gäbe die Alternative, dass man ein Bett ganz niedrig stellt und eine Matratze davor legt. Der Arbeitsaufwand ist aber unvergleichlich höher. Deshalb werden alte Menschen wie kleine Kinder in Gitterbetten gestopft. Das kann doch niemand wollen. Im Umsetzungsstand des Hessischen Aktionsplans der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen habe ich nichts zu diesem Thema gefunden. Komisch. Schließlich steht doch in den abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses als Auftrag an die Regierungen, die Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen in der Altenpflege und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu verbieten. Und was ist es anders, jemand in ein Gitterbett zu stopfen, aus dem man nicht raus kann? Soweit sind wir aber mit diesem Gesetzentwurf leider noch lange nicht. Manche Vorschriften in dem Gesetz, beispielsweise in den § 9 und 11, erscheinen mir sehr bürokratisch. Aber dazu werde ich die Anhörung abwarten. Ob sich danach an dem Gesetzentwurf noch etwas ändert, ja, das würde uns doch schon sehr wundern. Aber vielleicht hören Sie ja einmal auf die Meinung der Expertinnen und Experten. Bei der Evaluation hat es ja nicht Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. War mein letztes Wort nicht unbedingt funktioniert. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf, und das hat mich beeindruckt, Herr Minister, dass Sie sagen, 102 Organisationen wurden angehört. Frau Kollegin Schott, da verstehe ich jetzt zunächst einmal nicht die Kritik, dass man sagt, die Landesregierung hätte sich abgeschottet oder würde keine Kritik ernst nehmen. Das ist 102 Anzuhörende, ist, finde ich, eine ordentliche Zahl. Und wer die Begründung liest von dem Gesetzentwurf, kann auch erkennen, dass viele der Anregungen ja übernommen worden sind oder eingesetzt worden. Ich will mal zwei Punkte herausgreifen. Natürlich ist eine der ganz großen Themen auch schon in der Diskussion um das PsychKG die Frage der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Wir stehen davor im Dilemma. Wir wissen genau, dass nicht nur in den Psychiatrien, sondern auch in alten Pflegeheimen, in Behindertenheimen ganz viele freiheitsentziehende Maßnahmen oder Fixierungen oder andere Sachen gemacht werden. Und wir würden sie gerne in Hessen regulieren. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber es ist leider eine bundesrechtliche, ist im SGB, ist im BGB, § 106 geregelt. Dass das eine bundesrechtliche Angelegenheit ist. Ich würde mir da gerne mehr vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da tatsächlich bei der Bundesregierung noch einmal intervenieren, dass sie da viel klarere Vorgaben macht, so klare Vorgaben, wie wir sie nachher im nächsten Tagesordnungspunkt und im PsychKG nämlich auch diskutieren. Das wäre notwendig, weil Fixierungen und freiheitsentziehende Maßnahmen für Behinderte oder für Alten brauchen klare, transparente Regeln. Und ich finde es schon einen ersten richtigen, wichtigen Schritt, dass durch diese Vorschrift klargestellt wird, dass es tatsächlich nur ein Ultima Ratio ist, dass es tatsächlich nur auf notwendiges Maß zu reduzieren ist. Und die Vorschrift stellt auch klar, dass Einrichtungsträger und Träger verpflichtet sind, eine Personal- und Sachausstattung vorzuhalten, die eine auf eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung ausgerichtet ist. Das ist auch, was Frau Dr. Sommer anspricht. Ich sehe das in dem Gesetz wieder, genauso wie Frau Dr. Sommer vorgebrachte Kritik, dass das nur bestimmte Einrichtungen der Behindertenhilfe ist. Auf Seite 16 der Begründung können Sie lesen zu Punkt Nummer 11. Die Vorschrift trifft die Regelungen für alle Einrichtungen der Behindertenhilfe. Für diese Einrichtungen werden die Anforderungen aufgestellt, die für alle Einrichtungen der Behindertenhilfe gelten sollen. Damit wird in der Behindertenhilfe die bisher bestehende Trennung nach Einrichtungstypen aufgehoben. Das Gesetz reagiert auf die bundesweite Tendenz zum betreuten Wohnen in der Behindertenhilfe. Menschen, die früher in stationären Einrichtungen gelebt haben, werden zunehmend auch bei Maßnahmen des betreuten Wohnens versorgt. Und Sie sehen, Ihre Kritik, die Sie vor einigen Minuten geäußert haben, werden auch hier bedacht. Die Diskussionen, die im Zusammenhang mit diesem Gesetz sind, treffen weitere Bereiche. Die Frage der Gewaltprävention, und da finde ich sehr wichtig und richtig, dass tatsächlich auch jetzt konkrete Anforderungen an die Träger über Schulungsverpflichtungen, Erstellung von Konzeptionen gelegt werden. Das Thema Gewaltprävention wird bearbeitet. Auch gibt es Kritik an erweiterten Führungszeugen. Das wird eine spannende Diskussion werden. Palliativversorgung, wie weit der Anwendungsbereich ist und anderes mehr. Das ist eine fachpolitisch komplexe Diskussion. Ich finde, dass der erste Entwurf, der hier vorliegt, sehr gelungen ist, dass er die Problembeschreibung, die wichtigen zwei politischen Themen richtig und gut benannt hat.
Ich kann mir vorstellen, Herr Dr. Bartelt, wie wir das als Regierungsfraktion immer gemacht haben, wir hören aufmerksam zu bei den Anhörungen. Wenn es berechtigte, nachvollziehbare Kritik gibt, sind wir die Letzten, die das nicht auch aufgreifen würden und tatsächlich gegebenenfalls in einem Änderungsantrag nachsteuern würden. Ich bin gespannt auf die Vorlesung. Wir bedanken uns für die Einbringung. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Klaff-Isselmann von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jeder von uns kennt einen Menschen, der betreut oder gepflegt werden muss. Vielleicht ist es ein Familienmitglied, der eigene Vater, die eigene Mutter. Oft genug ist es aber auch jemand, der niemanden mehr hat, um den sich Angehörige kümmern oder auch engmaschig kümmern können, sei es wegen zu einer zu großen räumlichen Trennung oder auch wegen einer nicht zu bewältigenden persönlichen Überforderung. Pflege und Betreuung sind kostspielig, und die Betroffenen sind natürlich dem Prozess auch ausgeliefert. Wer also schützt die Interessen älterer Menschen, pflegebedürftiger, volljähriger Menschen und volljähriger Menschen mit Behinderungen, die gegen Entgelt betreut oder gepflegt werden? Im Übrigen, Frau Dr. Sommer, sehe auch ich überhaupt keine Festlegung auf eine bestimmte Wohnform. Hier wird dem nicht das Wort geredet, anders als Sie glauben, es zu lesen. Dieses Gesetz tut es, nämlich es schützt die Interessen jener von mir benannten Personen, und zwar unter Beachtung der Würde, Frau Dr. Sommer, des Menschen. Und Sie sollten nicht den Eindruck erwecken wollen, dass dieses hier infrage gestellt sein könnte. Das halte ich für unlauter. Lassen Sie eine Zwischenfrage von Frau Dr. Sommer zu? Nein, das möchte ich nicht. Das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen tritt Ende des Jahres außer Kraft. Also müssen wir jetzt darüber reden, was zu tun ist. Das Gesetz soll allerdings nicht ersetzt und auch nicht völlig neu aufgelegt werden. Nein, wir sind der Meinung, dass dieses hessische Gesetz hervorragend ist und im Wesentlichen sich bewährt hat. Darum soll es nach der entsprechenden Evaluation nun mit geringfügigen Änderungen verlängert und dann eben bis 2024 eben auch gelten. Im Vorfeld wurden zahlreiche Verbände, wir haben das schon gehört, angehört. Diese gaben ihre Stellungnahmen ab, um ihre spezifischen Anforderungen und Wünsche gegenüber dem Hessischen Sozialministerium dann auch zu artikulieren. Einige Änderungen, die nun wir vornehmen, sind redaktioneller Art. Einige andere sollen bereits formulierte Aspekte konkreter fassen. Vor allem aber sollen neuere Entwicklungen und Erkenntnisse berücksichtigt werden, so im Bereich der Gewaltprävention. Betreuungs- und pflegebedürftige Menschen müssen in jeder Form vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch geschützt werden. Daher sollen freiheitsentziehende Maßnahmen auf das notwendigste Maß reduziert werden und selbstverständlich, Frau Dr. Sommer, unter Beachtung des Schutzes der Selbstbestimmung. Das ist klar. Vielmehr soll die Gewaltprävention den gesamten Bereich der Pflege- und Behindertenhilfe umfassen. Hierbei sollen die Einrichtungen mitwirken und Konzepte entwickeln, wie Gewalt frühzeitig verhindert werden kann. Besonders Frauen sind leider oftmals Opfer von Gewalt in Einrichtungen. Die schließt auch sexuelle Übergriffe nicht aus. Daher hat sich dieses Gesetz besonders dem Schutz der behinderten und pflegebedürftigen Frauen verschrieben. Um das Risiko von Übergriffen zu mindern, erhalten diese Frauen in stationären Einrichtungen künftig die Möglichkeit, eine Vertrauensfrau zu wählen. Diese Vertrauensfrau soll den Frauen als unabhängige und neutrale Person beistehen und Hilfestellung leisten. Ich möchte auch an dieser Stelle, da ich den Eindruck gewonnen habe, insbesondere auch durch die Äußerungen von der Frau Schott, den Eindruck gewonnen habe, dass insgesamt die Pflege doch deutlich schlecht geredet wird in solchen Debatten, hier noch einmal erwähnen, welche hervorragende Leistungen in der Pflege erbracht werden, und möchte dies auch noch einmal besonders lobend herausstellen.
Die Gesetzesänderung sieht zudem den Abbau bürokratischer Hindernisse vor. So sind Anzeigen für Personaländerungen nicht mehr quartalsweise nötig, sondern nur noch jährlich. Bei ambulanten Diensten entfällt die Anzeigenpflicht sogar völlig. Liegt zudem ein aktueller Prüfbericht des Sozialhilfeträgers vor, kann der Umfang der regelmäßigen Überprüfung von stationären Einrichtungen durch die Betreuungs- und Pflegeaufsicht reduziert werden. Meine Damen und Herren, es gibt keine Alternative zu diesem Gesetz. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Wir hoffen auf Zustimmung aller Interessensverbände. Behinderte und pflegebedürftige Menschen werden noch besser geschützt. Und nicht zuletzt, das Gesetz wird sich auch künftig am hohen Maß der UN-Behindertenrechtskonvention orientieren. Daher bitten wir um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Es liegen uns keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf mit der Drucksache 19/3743 in den SIA.